Powered by TBF, Global Asset Management. Tobi, herzlichen Glückwunsch. Den Tabellenführer mit 2:1 auf der Talwiese geschlagen und du hast das entscheidende Siegtor gemacht. Aus deiner Sicht das Spiel von heute? Ja, also auf dem Platz gefühlt war es sehr, sehr intensiv, vor allem von unserer Seite geführt. Und der Gegner war, glaube ich, auch in den letzten 30 Minuten stehend K.O., ehrlich gesagt. Wir haben klar über die ganze Laufzeit 90 Minuten Vollgas gegeben und haben uns am Ende auch belohnt. Ich denke, man hat auch schon in der ersten Halbzeit ein paar Dinger liegen gelassen. Verschossene Elfmeter, Albert sein Schuss am leeren Tor vorbei, Pfostenschuss. Man hätte in der ersten Halbzeit schon mehr draus machen können. Ja, absolut. Aber das ist unser Problem zurzeit, dass wir einfach zu viele Torchancen brauchen, um ein Tor zu schießen. Wenn wir mehr Tore schießen würden, wären wir noch weiter oben in der Tabelle, glaube ich. Und hinten, ich sag mal, jedes Mal, wenn eine hohe Flanke kommt, schwitzt man ein bisschen als Zuschauer. Tun wir uns ein bisschen schwer gegen die Großen in der Liga? Würde ich jetzt gar nicht so sehen. Also ich glaube, das ist gefühlt von außen schlimmer als von innen. Also wir haben heute, glaube ich, viele hohe Bälle abgefangen, eigentlich fast alles geklärt. Und klar, dass man auch mal einen Ball ins Zentrum kommt von der Flanke, ist klar. Für mich, ja, waren... ein softer Elfmeter, muss ich ehrlich sagen. Dekker will zum Ball, trifft einen Gegenspieler, aber wenn es unten am Fuß wäre, er reinspringen würde, wäre es auch kein Elfmeter. Deswegen, ja, also ich finde auf dem Feld die Flanken, die kommen, Verteidigung mittlerweile sehr gut. Und es ist, glaube ich, von außen gefühlt schlimmer als auch von auf dem Platz. Wir haben einen goldenen Oktober, wir haben mit einigen Siegen jetzt doch in Reutlingen, zu Hause gegen Göppingen, jetzt gegen Backnang. Jetzt kommen die Derbys gegen Ravensburg und Villingen. Haben wir da noch Möglichkeiten, weitere Punkte zu sammeln? Was ist deine Einschätzung? Ja, also wir freuen uns erstmal riesig drauf. Ich glaube, Derbys sind immer eine geile Sache und auch mal wieder kurze Auswärtsfahrten. Wir freuen uns riesig drauf und wir wollen uns auf jeden Fall nicht verstecken. Ich denke, 20 Punkte haben wir jetzt eingesammelt. Die 20 Punkte sind gut, um gegen den Abstieg auf der Habenseite zu stehen. Wie siehst du die bisherige Bilanz der Mannschaft in der Oberliga? Ja, die Liga ist so unberechenbar. Jeder kann gegen jeden gewinnen. Ich glaube, wir konzentrieren uns nur auf uns selber. Wir wollen jede Woche Punkte holen und am Ende müssen wir einfach gucken, was am Ende dann am Ende übrig bleibt. Aber wir wollen Punkte holen, egal wo, egal wann. Und 20 Punkte zu dem Zeitpunkt ist überragend für uns. Zurzeit sind wir am langen Pfosten relativ erfolgreich, haben jetzt doch einige Tore gemacht. War das eine spezielle Trainingseinheit, die ihr da gemacht habt? Nö, das sind einfach, glaube ich, mittlerweile auch Automatismen, die sich da eingespielt haben. Und jetzt belohnen wir uns für die ganzen harten Trainingswochen. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Siegtreffer zum 2:1 und wir sehen uns in Ravensburg. Dankeschön. Gianluca, herzlichen Glückwunsch zum 2:1-Sieg heute gegen den Tabellenführer Backnang. Haben wir doch eine tolle Serie jetzt mit einigen Siegen hintereinander. Die Abwehr steht soweit so souverän. Ich denke, da können wir stolz sein auf das, die Leistung. Ja, auf jeden Fall. Also hinten stehen wir gut. Das fängt natürlich schon vorne beim Stürmer an. Wir machen es schon von vorne herein sehr gut, laufen den Gegner gut an und vorne machen wir immer mehr unsere Tore. Ich denke, ja, heute hätte man noch einige Chancen mehr gehabt, vor allem in der ersten Halbzeit. Wir sind immer noch nicht clever genug, um die Dinger auszunutzen. Ja, gebe ich dir völlig recht. Ich wäre auch mal zufrieden, mit einem 2:0 in die Halbzeit zu gehen und das Spiel etwas ruhiger anzugehen. Aber solange der Sieg am Ende drin ist oder solange wir am Ende siegen, ist alles okay. Ich denke, die Oberliga-Saison zeigt, dass man eigentlich immer 100% oder 110% bringen muss, um Punkte zu sammeln. Das konnten wir bis jetzt machen. War das heute einfach die Kraft, die wir mehr in unseren Beinen hatten, um Backnang hier in die Schranken zu weisen? Ja gut, also wir hatten Mittwoch ein Spiel, ich weiß gar nicht, ob Backnang auch gespielt hat. Nein, die hatten kein Spiel. Eben, da sehe ich es ja, wir haben einfach spielerisch gut gespielt, wie gesagt, standen gut hinten drin und ich denke, der Sieg geht so in Ordnung. Das glaube ich auch, vielen Dank Gianluca und dann in Ravensburg. Genau. Michael, herzlichen Glückwunsch, Tabellenführer geschlagen, 2:1, jedoch relativ spannend gemacht für die Zuschauer.
Ja, was ich spannend ist, ein intensives Spiel für uns. Ja, ich möchte erstmal der Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Jetzt ja, 3 Spiele in 7 Tagen, 3-mal gewonnen, das ist überragend, eine brutale Mentalität. Auch fußballerisch ganz, ganz gute Ansätze. Und ja, jetzt freuen wir uns extrem über die nächsten 3 Punkte. Und so kann es natürlich sehr, sehr gern weitergehen. Würden wir uns auch freuen, wenn es wieder 3 Punkte gibt nächstes Wochenende. Jedoch in der ersten Halbzeit haben wir doch die eine oder andere Chance, dicke Chance liegen gelassen. War ein bisschen schade für uns, oder? Ja klar, wir haben praktisch in jedem Spiel unsere Torchancen und müssen extrem viel investieren, damit es auch zu einem Tor wird. Aber die Jungs geben nie auf, auch mit Rückschlägen, 11 Meter verschossen, trotzdem weitergearbeitet, weiter einen guten, intensiven Fußball gespielt und am Schluss werden wir belohnt für den Aufwand und das freut mich extrem für jeden einzelnen Spieler. Bisschen Cleverness vermissen lassen, Albert bekommt die gelb-rote Karte, weil er zu langsam vom Spielfeld läuft. Fällt da ein bisschen die Erfahrung und ich sag mal das Gefühl, mit der Situation umzugehen? Nein, ich würde es eher als ein bisschen Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter auch. Er war angeschlagen, er hatte Schmerzen. Auch er hat 3 Spiele in 7 Tagen absolviert, meistens über die volle Distanz. Und dass er da nicht raussprintet, ist für mich klar. Natürlich kann er es ein bisschen beeinflussen, aber ich hätte da ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl erwartet. Aber schlussendlich ist es so, wie es ist und wir müssen es akzeptieren. Und für die letzten paar Sekunden im Spiel haben die Jungs nochmal alles reingehauen und die 3 Punkte gesichert. Jetzt haben wir mehrere Tore schon am langen Pfosten geschossen, heute auch der Siegtreffer von Tobi Bertsch. Haben wir das speziell trainiert im Training? Ja, wir hatten Abschlussvariationen natürlich im Training, auch wie wir das Spiel gestalten wollen. Und wichtig ist natürlich, dass die Box einfach gut besetzt ist. Dass immer zwischen 3, 4 oder 5 Spieler in der Box sind und dann ist die Chance natürlich groß, dass der Ball dorthin kommt. Und so haben wir jetzt 2 Tore erzielt und es ist schön, dass auch das Training fruchtet und wir dann erfolgreich spielen können. Ich denke, es ist schade, dass er dann nächsten Samstag in Ravensburg nicht spielen kann, ein Spiel aussetzen muss. Aber unsere Bank ist ja relativ groß und ich denke auch stark genug, müsste eigentlich zu ersetzen sein. Ja klar, wir haben es von Anfang an immer wieder betont, dass jeder Spieler wichtig ist, jeder Spieler kann entscheidend sein. Und wir haben junge, hungrige Spieler auf der Bank, die nur so brennen auf den Einsatz. Und jetzt kommt der Nächste rein und der wird das genauso gut machen wie Albert. Hey, vielen Dank und hoffentlich nächste Woche in Ravensburg ein weiterer Dreier für uns. Alles klar. Dankeschön. Ciao.